Whoopsie. Ja, ich glaube, ich habe das aus dem Augenwinkel schon gesehen, auch wenn mich das ein bisschen ankotzt, dass ich das gesehen habe. Also immer Hass und immer Reflex soll halt eine echt nette Kombination sein. Deswegen kriegt er jetzt auch mal einen immer Reflex. Ah ja, und immer Regener noch dazu und dann kann er mir quasi nichts. Irgendwie sowas habe ich im Augenwinkel gesehen. Oh, immer Reflex habe ich auf Quinna nicht, das ist mir aber egal. Dafür habe ich hier einen immer Regener, was ich auf sie dann nicht habe. Naja. Okay, okay. Jetzt aber. Jetzt aber. Ach so, mit Quinna kochen. Ja, gut. Gut, stimmt, das geht ja auch. Hm, dann nicht Erdbeben. Ja, gut. Ja, gut. Das ist nicht schlecht. Tja, das ist nicht schlecht. Das brauche ich noch. Nee, Easy Win wäre, Gegner auf unter 50% zu bringen und nicht auf unter 25. Und dann kochen können und nicht normal fressen. Problem ist, das Kochen wurde vom Kerberos getriggert gerade. Naja. So. Irgendwo hier gehe ich mal von aus. Die Frage ist jetzt, wo genau? Hier? Nee. Hier nicht. Nee, nicht 25% Schaden machen. Fressen funktioniert, wenn der Gegner bei unter 25% HP ist. Und Kochen geht ab 50% Leben. Und da lasse ich auch nicht mit mir reden, weil das weiß ich hundertprozentig. Weiß, irgendwo hier ist das Dingen. Habe ich an der Karte noch gesehen. Da bin ich mir 100% sicher, ja. Hä? Wo ist das Scheißding? War der nicht hier? Oder war der da? Moment. Ich glaube, ich bin blind. Moment, was sagt denn hier Matrosenfuzzi? So. Verrat mir den nächsten Zielort. Meine Kraft wird durch das ewige Beben in den Tiefen der Erde beschützt. Das nächste Ziel liegt also in der Trikor-Großebene südwestlich des Wüstenpalais. Okay, südwestlich des Wüstenpalais. Südwestlich. Sprich auf der Karte unten links, für alle, die nicht wissen, wo Südwesten ist. Sprich, hier bin ich falsch. Ist östlich? Nein, ja, hier. Na toll, ja. Da ist es doch schon. Da ist es doch schon. Und? Wollen wir dann mal? Danke, dass du mit mir gehen wolltest, Schmampf. Naja, weißt du, waren halt nur noch wir beide übrig. Du brauchst dich nicht zu schämen, Mampf. Ich bin schon glücklich, Mampf. Hä? Es gibt eine Redensart unter uns Kusch. Die geht ungefähr so, Mampf. Rechte sind manchmal das Beste, Mampf. Ja.
Wird sich aber noch zeigen, ob wir hier leckere Reste finden oder nicht. Ich kann es riechen. Das wird ein Festschmaus hier, Mampf. Ja, Festschmaus auf jeden Fall so. Ist alles wie ausgestorben hier. Hier gibt es vielleicht doch nicht Schmampf. Sieht fast so aus. Ja? Was gibt es Schmampf? Bitte schwören, es hätte gerade ein wenig gebebt. Ja. Alles zu. Ah. Wir müssen mit dem richtigen Timing springen, sonst. Das nächste Mal klappt der Schmampf. So, kein Problem. Easy peasy. Keine Menschenseele hier, nicht wahr? Diese Stelle, irgendwie unnatürlich. Ach was, wir haben nur die Hosen gestrichen, voll und vor unser Reis ausgenommen. Schön, wenn es so wäre. Humpf! Nur weil du nicht endlich mal was unternimmst, hängt Aiko auch immer so in der Luft. Oh, wovon redest du eigentlich? Davon, dass du dir endlich einen Ruck geben solltest, denn so weiß auch Aiko nicht, woran sie ist. Hm? Pass auf! Mampf. Da wären wir aber fast schon lecker Hackfleisch geworden, Mampf. Ob es auch in den anderen Tempeln wohl so, ob es in den anderen Tempeln wohl auch solche Fallen gibt? Vorlesen, ey, kann ich auch nicht mehr. Lilly, ich hoffe, dir geht's gut. Was war das? Scheint eine Falle gewesen zu sein. Ob es hier wohl noch mehrere? Aha! Wir müssen schnell hier weg. Ja. Oh, der Spiegel muss bestimmt da drüben hin, Mampf. Na denn? Inder. Meinst du wirklich, der muss hier hin? Ich habe euch erwartet. Das war ein unerwartet strapazenloser Weg bisher. Das enttäuscht mich doch, das enttäuscht dich doch bestimmt, mein Bester. Jetzt müssen wir nur noch den Spiegel hier. Geh da weg, Freya. Ah. Es ist ganz wie Kuya sagt. Ein paar Ratten werden sich hierher verlaufen. Bist du eine von Kuyas Marionetten? Wenn du ihm vertraust, dann machst du einen großen Fehler, Mampf. Nein, wir sind die Hüter Terras. Die Hüter Terras? Richtig, wir sind die Hüter Terras. Sprich die Kraft Terras in Person. Was ist Terra denn nun überhaupt? Wir sind Hüter, keine Geschichtenerzähler. Es wird mir ein äußerstes an Befriedigung verschaffen, euch kleine Ratten den Garaus zu machen. Zeit herauszufinden, wie stark ich bin. Scheint, als würdet ihr nicht ganz verstehen. Aber kann man das von Narren wie euch überhaupt erwarten? Nicht Trottel. Wie bitte? Dass ich ausgerechnet hier am Ende der Welt einen würdigen Gegner suche. Das ist schon. Ich erinnere mich ja fast schon selbst an jemanden. Die wahre Bedeutung von Kraft nicht kennend, suchte ich stets meinen nächsten Gegner. Mahagon? Narr, wovon redest du da überhaupt? Den Sinn dieser Worte wirst du bald am eigenen Leib erfahren dürfen. Interessant, aber euer vorlautes Mundwerk werdet ihr schon bald noch bitter bereuen. Bestimmt. Ganz bestimmt. Was habt ihr? Seid ihr schon am Ende eurer Kräfte? Spar dir deinen hohen Ungetüm. Gegen diesen Windtempelwächter wirkt meine Magie nicht zurecht.
glaube nicht, dass wir den zu zweit schaffen. Meister Vivi, ein echter Mann gibt nicht einfach so klein bei. Aber... Wenn wir unsere Kräfte vereinen, dann ist dieses widerliche Ungeheuer ohne jede Chance. Wen von euch beiden soll ich denn nun als erstes fressen? Schweig, du elende Ausgeburt. Als erstes kriegst du es mit mir zu tun. Hä? Meister Vivi, ich stürze mich auf ihn und halte ihn in Schach. Und dann schlagt ihr zu und erwischt ihn mit eurer vollen magischen Härte. Aber wenn ich im Eifer des Gefechts nun aus Versehen dich... Ich glaube an euch, Vivi. Ich werde alles geben. Stirb! Kuya sprach zwar von 8 kleinen Ratten, die angewuselt kommen würden, aber... Hattest du dich etwa auf mehr Spielgefährten gefreut? Tja, jetzt musst du eben nur mit uns beiden vorlieb nehmen. Aber keine Sorge, auch zu zweit räumen wir das ganze Buffet ab, Mampf. Buffett ab. Jetzt verstehe ich. Der traurige Rest von euch ist wohl gerade jeweils anderweitig beschäftigt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wer nicht ischt, genießt auch nicht, nicht Mampf. Was wollen so niedere Lebensformen wie ihr eigentlich auf Terra? Ganz schön uneinsichtiger Geselle. Wer nicht geht, stirbt dumm. Man weiß nicht, wie es schmeckt, bevor man es nicht gekostet hat, Mampf. So viel habe ich bereits auf meinen Reichen gelernt, Mampf. Fein, fein. Dann kostet sie ruhig die wahre Angst, die wahre Furcht. Jo. Was auch immer, nicht wahr? Was auch immer. So. Na denn. Die Irinienkralle haben wir schon mal. Perfekt. Fehlt nur noch die Latex-Toga. 1200. Und ich muss natürlich auch noch ein bisschen mitzählen, was den Schaden angeht. Oh, wow. Oh, oh. Aber hey, passt schon. 2-4. Vier, sieben. Und da wird die Latex-Toga. Perfekt. Alles, was man von ihm stehlen kann. Jo, perfekt. Ich habe gerade nicht auf den Schaden geachtet. Mist. Egal. So, 4-7. Gehen wir mal von 5-9 aus. 5-9-9-1. Oder 72. Okay. Ja, Mensch. So. Dann sollte das jetzt reichen. Jo, perfekt. Hatte ich aber Glück, dass ich die beiden Items so schnell klauen konnte. Ach ja. 11 AP, die bei Quinner komplett verschwendet sind, weil er nichts mehr lernen kann. Aktuell. Yay. Naja. Wie dem auch sei. War's das? Ob es den anderen wohl gut geht, Mampf? Bestimmt. Die warten sicherlich schon alle, dass wir sie endlich abholen. Genau, Mampf. Dann lass uns schnell zum Schiff zurückkehren, Mampf. Jo. Let's. Endlich wieder frische Luft.
sie dann? Zwei Damen so einem Monster auszusetzen, also wirklich? Ah! Was hast du, Eiko? Das Wichtigste hätte ich fast vergessen, wo wir doch gerade so unter uns sind. Was gibt es denn? Ich muss dich da unbedingt was Wichtiges fragen. Ich warte schon so lange auf eine günstige Gelegenheit, dich zu fragen. Und jetzt kann ich gleich nicht mehr, weil gleich sie dann wieder ankommt. Hm? Antworte bitte ganz ehrlich, ja? Was willst du denn nun wissen, Eiko? Wenn ich antworten soll, musst du schon fragen. Hast du sie dann lieb? Warum fragst du so plötzlich? Also, keine Ausflüchte. Antworte ehrlich. Hast du ihn lieb? Nicht lieb? Was denn nun? Oh, das Luftschiff. Sidan kommt, um uns abzuholen. Hm? Hast du etwas gesagt, Lilly? Lass uns gehen, Eiko. Hey, warte, Lilly. Das ist nicht fair. Mann! Tja, ja. Also dann, alle sind wieder an Bord. Dann kann es also aufgehen zur Insel des Lichts. Nanu, du hier, Margun? Von hier ist also direkt zur Insel des Lichts und dann nach Terra. Ja, und da die Insel ja nicht weit von Estugasa ist, sollte es auch nicht allzu lange dauern. Berate mir bitte eins. Was treibt dich zu alledem an? Was mich antreibt? Ich muss Kuya aufhalten. Wenn ich nicht bald Kuya aufhalte, dann kommt er vielleicht noch auf noch verrücktere Ideen. Außerdem muss ich wissen, was es mit Terra auf sich hat. Du gibst wohl nicht eher Ruhe, bis du deinen Fuß auf Terra gesetzt hast, oder? Ja, aber Neugier allein ist es nicht. Nein. Naja, ich denke, das ist die ehrlichste Antwort, die ich habe. Wenn ich also gegen etwas verloren habe, dann wohl eher gegen seine Einstellung. Ja, das kann man so sagen. So, Quinna, du kommst mal aus dem Team raus. Du bist levelmäßig aktuell ein bisschen zu hoch. Den nehmen wir dann stattdessen mit. Lilly, Deiner, Mahagon. Schöne Levelkurve. 37, 38, 39, 50. Naja. Ich kann sie dann halt nicht rausnehmen aus dem Team. Geht halt nicht. So. Okay. Was ich dann jetzt aber machen möchte, ist einmal rüberfliegen. Ifas. Ui. So, hier zu Kus Morast. Denn da werde ich offscreen ein paar Frösche fangen und auch in den anderen Morasten. Denn wir werden jetzt hier für heute mit Final Fantasy 9 erstmal Schluss machen. Habe ich mir so gedacht. Denn na, knappe 5 Stunden reichen erstmal, ne? Soll erstmal reichen.